Okay. Der nächste Vortrag geht über Protocol Buffers. Was das genau ist, erkläre ich mal kurz. Die Wikipedia und die offizielle Projektseite erklärt: Protocol Buffers are a serialization format with an interface description language developed by Google. Das Ganze kann man sich so vorstellen wie XML so ein bisschen, aber ganz anders. Oder auch wie JSON zum Beispiel, für die Leute, die mit XML glücklicherweise noch nichts zu tun hatten. Das Ganze ist freie Software unter der BSD-Lizenz und man kann das benutzen für Datenspeicherung oder für Datenaustausch. Bei Datenspeicherung kann man daran denken, zum Beispiel zu sagen, wir haben strukturierte Daten wie, naja, sagen wir eine Adresse und wir möchten das, also zum Beispiel die Hausnummer, die Straße, die Postleitzahl und den Ort, in der Datenbank abspeichern. Jetzt könnte man dafür entweder Datenbankfelder machen oder wenn man eine dieser ganz hippen neuen NoSQL-Datenbanken verwendet, würde man sagen, okay, wir speichern das entweder als JSON drin ab oder eben als Protocol-Buffer. Gleichzeitig kann man das auch als Datenaustauschformat ganz gut verwenden. Das heißt, wenn man zwei Komponenten hat, einen Client und einen Server und die sprechen miteinander über das Netzwerk, kann man da entweder sagen, okay, man schickt HTTP-Felder rüber oder man schickt JSON via HTTP rüber oder man überlegt sich ein eigenes Protokoll und um das einfacher zu machen, kann man eben Protocol-Buffers verwenden. Ganz schön an der Sache ist, dass Protocol-Buffers auf- und abwärtskompatibel sind und das kann man sich so vorstellen wie bei JSON. Das heißt, wenn man ein neues Feld dazu macht, im Laufe der Zeit funktioniert das immer noch und wenn man alte Felder entfernt, dann funktioniert das unter bestimmten Voraussetzungen immer noch. Das heißt, wenn es ein Required-Feld ist, also vorgeschrieben, dann halt nicht mehr, aber solange es optional ist, kein Problem. In welchen Sprachen kann man das benutzen? Es gibt Referenzimplementationen für C++, für Java und für Python. Es gibt auch andere Implementationen für andere Sprachen, aber die sind dann eben nicht aus der offiziellen Referenzimplementation. Und wenn man das jetzt benutzen möchte, dann gibt es da so ein Beschreibungsformat und das wird dann kompiliert in Source Code für die jeweilige Sprache. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe hier so eine Beispieldatei namens stats.proto und da werden zwei Nachrichten definiert. Die erste Nachricht, also eine Nachricht ist quasi sowas wie ein Objekt in einer objektorientierten Programmiersprache. Ja, das ist eine Einheit, die Einheit, auf der man arbeitet. Und die erste Nachricht heißt System Stats und die hat drei Felder. Davon ist das erste Required, das zweite Optional und das dritte ist Repeated. Required bedeutet, dass das Feld immer da sein muss. Das heißt, einen Protocol-Buffer zu serialisieren oder wieder zu deserialisieren, also zu parsen, wenn man das Feld nicht angibt, wird nicht funktionieren. Es gibt eine Fehlermeldung. Der Typ des Feldes ist ein String und der Name heißt Kernel-Version. So, jetzt kann man sich schon überlegen, dass man da üblicherweise sowas drin speichern würde wie 2627 oder so. Und was danach folgt, ist die Position dieses Felds innerhalb dieser Nachricht. Das braucht man dafür, dass die Protocol-Buffer ordentlich serialisiert werden können. Die werden nämlich in Binärdaten serialisiert. Und er erkennt anhand der Position, welches Feld jetzt eigentlich gerade folgt beim Deserialisieren dann wieder. Das ist wichtig, wenn man zum Beispiel ein Optional-Feld auslässt. Oder auch ganz einfach, damit die Reihenfolge in der Binärrepräsentation nicht verrutscht, wenn man sie später in der eigentlichen Datei ändert, weil sich zum Beispiel die Anforderungen ändern oder man denkt, dass eine Neugruppierung der Felder sinnvoll sei innerhalb der Datei, dann macht das nichts, also binär bleibt das Format kompatibel. Das zweite Feld ist dann optional, das heißt, es kann da sein, muss aber nicht und ist ein Integer mit 64 Bits. Das Feld heißt uptime und steht an zweiter Stelle. Das heißt, das könnte ich jetzt angeben, muss ich aber nicht. Das waren dann auch schon die wichtigen Datentypen, das heißt, man hat Strings und man hat Integer von verschiedenen Längen, 32 Bit und 64 Bit, einfach weil die heutigen Computer darauf ausgelegt sind. Und dann kommt hier dieses Repeated-Feld. Das kann jetzt entweder gar nicht da sein oder es kann ganz oft da sein. Das heißt, da ist die Anzahl beliebig. Das bedeutet, das Repeated. Und vom Typ her ist das Process. Wir sehen, das ist die Nachricht, die wir hier weiter unten definieren. Und der Feldname ist Processes. So, jetzt schauen wir uns mal an, was für ein Typ das eigentlich ist. Das heißt, man kann das auch verschachtelt definieren. Und so ein Process, so eine Process-Nachricht hat zum einen ein INT32 mit der Process-ID, das ist wieder notwendig, also required, und steht an erster Stelle. Das heißt, wenn das verschachtelt ist, dann beginnt die Nummerierung von neu. Dann gibt es hier noch ein Enum, Process-State, der ist entweder running oder dead, und der wird hier dann nochmal benutzt. Das aber mehr zur Vollständigkeit halber, damit ihr auch mal die Syntax gesehen habt, wie man
einen Default-Wert angibt, der also verwendet wird, sofern in dem Protocol-Buffer das entsprechende Feld gar nicht gesetzt ist. Ja. Das war es dann auch tatsächlich mit den Typen. Das heißt, mehr Typen als das gibt es nicht. Das ist also eine sehr simple Sprache, die auch in vielen Programmiersprachen abgebildet werden kann. Ihr habt es gesehen, es gibt für C++, Java und Python Implementationen. Das geht aber auch beliebig für irgendeine andere Sprache. Okay, jetzt der dazu passende C++-Code. Wie gesagt, für andere Sprachen sieht das ähnlich aus. Es geht erstmal los mit IOStream und FStream. Das sind einfach zwei Header, die ich brauche, um eine Ausgabe zu machen in C++. Und jetzt kommt der stats.pb.h. Und das pb steht für Protocol Buffer. Das heißt, das ist die erste generierte Datei. Aus der Beschreibung, die ich gerade gezeigt habe, werden zwei Dateien generiert. Das eine ist der Header und das andere ist der passende Source Code dafür. In der Main-Funktion erstelle ich jetzt hier ein passendes Objekt. Das heißt, eine Protobuf-Message wird direkt in ein passendes Objekt übersetzt. Und in diesem Objekt kann ich jetzt hier mit .setKernelVersion das Feld, was ich gerade eben hier definiert habe, KernelVersion, einfach beschreiben. Und hier schreibe ich jetzt rein 3.2 und dann ist das das. Eines dieser Repeated-Felder kann ich hinzufügen, indem ich sage stats.addProcesses und dann kriege ich hier einen entsprechenden Pointer, kann da wieder Eigenschaften setzen und so weiter. So kann ich also das ganze Objekt befüllen. Wie gesagt, die Felder, die ich als required markiere, müssen da sein und ab dann kann ich das machen, was ich hier unten mache, also serialisieren. Ich habe hier angegeben, dass ich einen neuen Stream öffne nach /temp/output, binär, und dann sage ich einfach mit meinem Objekt .serialize_to_ostream und dann wird das Ganze in diese Datei geschrieben. Wie sieht das Ergebnis aus? Also zunächst mal, wie kompiliert man das Ganze? Man installiert den Protobuf-Compiler und die libprotobuf, gegen die man linkt. Dann ruft man den Protocompiler auf, sagt, ich will C++-Bindings erhalten und danach kompiliert man ganz normal mit dem G++ seinen Quelltext und das generierte File mit den entsprechenden Flags. Ich lasse das Ganze dann laufen und hier sieht man jetzt die Ausgabedatei. Das heißt, aus dieser Beschreibung von gerade eben, die noch einigermaßen lesbar war, wurde hier dieser Binärkram generiert. Man sieht hier am Anfang, wenn man hier mal arbeitet, zurück von dem ASCII-Output auf die Bytes, sieht man, dass es hier 3.2 steht. Hier vorne dran steht 0.3, das ist eine Bitmaske basierend auf einer fixen Maske, die sagt, dass jetzt ein Feld kommt und eben der Position. Wir erinnern uns, die Position war hier 1 und weiter hinten wird das dann entsprechend hochgezählt. Also man sieht hier immer wieder das Muster wiederkehren. Hier ist der zweite Nibble A und dann gibt es hier die Nummer und dann kommen die eigentlichen Daten. Dafür, dass man das nicht von Hand entziffern muss, gibt es natürlich Plugins. Also zum Beispiel für Wireshark gibt es ein entsprechendes Plugin. Wenn man also damit Protobufs aufzeichnet, dann kann man die sich hübsch anzeigen lassen. Man braucht natürlich die Originalbeschreibung dafür. Man kann halt auch irgendeine beliebige Beschreibung nehmen, aber dann passt es natürlich nicht notwendigerweise. Okay, im Vergleich zu XML, also warum sollte man Protocol-Buffers verwenden statt XML? Es gibt in der offiziellen Doku ein Beispiel, in dem für das gleiche Beispiel der Platzbedarf gemessen wurde. Als Protocol-Buffer verbraucht das Resultat 28 Bytes und in XML sind es eben 69 Bytes. Das ist also schon mal eine ganz schöne Ersparnis und das ist halt ein kleines Beispiel. Je mehr Daten man speichert, desto signifikanter ist dieser Overhead, den man im Vergleich zu XML eben nicht hat. Und jetzt kommt der eigentliche Clou, das Parsen geht eben viel, viel schneller. Das heißt, für dasselbe Beispiel, in dem wir eben auch schon die ganzen Bytes sparen, brauchen wir 100 bis 200 Nanosekunden zum Parsen als Protocol-Buffer gegenüber 5000 bis 10.000 Nanosekunden als XML. Das liegt daran, dass der Code, der generiert wird vom Protocol-Buffer-Compiler, relativ einfach gestrickt ist und deswegen gut optimiert werden kann. Der ist auch tatsächlich so ausgelegt und auch das ganze Format ist so ausgelegt, dass es gut auf aktuelle CPU-Architekturen, dass es da gut funktioniert. Das heißt, dass man das gut optimieren kann. Der einzige Nachteil, den man im Vergleich zu XML ziehen kann oder im Vergleich zu anderen ASCII-basierten Formaten ist, dass es halt nicht human-readable ist. Ja? Es ist also nur binär. Bei XML sieht das ein bisschen besser aus, aber so wirklich besser ist es auch nicht. Okay, das ist im Prinzip der Hauptvorteil. Das heißt, das ist ein hochoptimiertes Format. Ich würde vermuten, dass es für die meisten Anwendungsfälle so im privaten Projektumfeld besser ist, JSON zu verwenden. Einfach weil man das schöner lesen kann. Das heißt, man braucht nicht diese Beschreibungsdatei immer dafür zu haben und man muss nicht mit speziellen Tools arbeiten, sondern man kann es einfach immer direkt lesen.
Sollte man allerdings die Notwendigkeit haben, mal was Hochoptimiertes zu machen und da wirklich das letzte bisschen an Performance rauskratzen zu wollen, oder es zum Beispiel auf mobilen Plattformen machen zu wollen oder Embedded Devices, dann ist es vielleicht die Überlegung wert, sich da mal Protocol Buffers anzuschauen. Als Links in den Slides noch die offizielle Seite und der Wikipedia-Eintrag. Und das war es im Prinzip auch schon. Gibt es Fragen? Bitte? Gibt es schon Konverter? Wovon, wonach? Zum Beispiel jetzt, also jetzt JSON ist ja jetzt, weil du jetzt JSON jetzt gerade angesprochen hast, könnte man sich natürlich auch sehr gut vorstellen, dass man mit JSON anfängt zu schreiben und das dann entsprechend durch den Compiler durchdacht und nachher genau dasselbe Ergebnis zu erhalten, als wenn man jetzt halt die Protocol-Buffers benutzt, oder? Ja und nein, denn bei JSON hast du viel mehr Freiheiten. Du könntest zum Beispiel dir vorstellen, dass in JSON eine Nachricht zunächst kommt, in der der Typ eines bestimmten Feldes ein anderer ist als in der nächsten Nachricht. Das heißt, JSON ist da sehr dynamisch und der Parser macht da keine Annahmen. Bei Protocol Buffers hast du einmal die Beschreibung und du sagst, das ist ein Integer und dann muss das immer ein Integer sein. Das heißt, es ist statischer als JSON und deswegen kannst du das nicht 1:1 abbilden. Außerdem kannst du bei JSON, also du hast ja halt keine Definition bei JSON, ja, sondern du kriegst einfach deine Nachricht. Und daraus könntest du zwar so ein bisschen ableiten, wie eine Definition aussehen könnte, aber so richtig funktioniert das nicht. Also es gibt keine 1:1-Abbildung. Am ehesten gibt es vielleicht bei XML nach Protocol Buffers eine 1:1-Abbildung, aber nur, wenn du dich extrem einschränkst, was dein XML angeht, weil du halt bei XML eine Schemadefinition hast, aber die ist unglaublich umfangreich. Also das ganze XML ist viel, viel komplexer als das, was du mit Protocol Buffers machen kannst. Mir ist tatsächlich kein anderes Serialisierungsformat bekannt, was du wirklich 1:1 konvertieren könntest, also wo der Funktionsumfang genau gleich ist. Wie ist momentan die Unterstützung auskommt bei Betriebssystemen oder sowas? Also Debian kommt seit geraumer Zeit mit Protocol Buffers, also sowohl der Compiler als auch die Library im Standardsystem. Von anderen Distributionen habe ich es mir nicht angeschaut, aber zur Not kann man halt immer noch statisch kompilieren oder eben ein Paket bauen für die Library. Okay, noch mehr Fragen. Ja, wie bilde ich dann Fließkommazahlen, also Kommazahlen ab? Wollte ich jetzt gerade nur von... Richtig, ich glaube, ich habe einfach den Floating Point Datentyp vergessen. Okay. Davon würde ich ausgehen, also tatsächlich, ja. Okay. Der ist auch in den Beispielen halt nicht so oft drin, weil du einfach für die simplen Beispiele ja so mein Auto, meine Geometrie und meine Adressdings hast du halt nie Floating Point. Aber ja, ich gehe davon aus, dass es einen Datentyp gibt. Warum heißt es Protocol Buffers? Es heißt deswegen Protocol Buffers, so zumindest mein Verständnis, weil du damit Protokolle bauen kannst und weil das halt ein Serialisierungsformat ist, um deine Buffer an Daten zu serialisieren und deserialisieren. Okay, noch mehr Fragen? Okay, dann bin ich fertig.